Hey und ho, ich begrüße euch hier aus dem wunderschönen Bad Schönfels zu einer Minecraft Beta 1.7.1 Erstbespielung. Präsentiert natürlich von eurem Vorbuddler. Ja, ich bin hier mal in die Natur gelaufen, denn eins interessiert mich wirklich an 1.7, das sind die neuen Scheren, die man sich komischerweise nur aus Metall herstellen kann, nicht wie andere Werkzeuge und Waffen auch aus Stein oder Holz oder noch edleren Waren, wie hier Diamanten zum Beispiel. Nein, das ist einfach, geht nur so, ne? Ich suche gerade mal ein Schaf. Ich renne da hinten mal um die Ecke. Ich bin natürlich jetzt wirklich etwas, angesickt, ne, weil ich mein gutes Silber dafür weggeben muss, für diese lächerlichen kleinen Zangen, Scheren, Dinger. Soll ich's mal machen? Also ich halte die Zange in der Hand, ich haue auf ein Schaf und schupp, es gibt mir 2 Stück Wolle. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das mir auch 2 Stück Wolle gibt. Nein, das gibt auch 3. Also das scheint weiterhin zufällig zu sein. Wie viel Wolle die nun abwerfen, ob 1, 2 oder 3, das war ja vorher so, nur verletze ich jetzt auch die Schafe nicht mehr. Wenn ich jetzt mal versuche mit der bloßen Hand irgendwie, jetzt haue ich mir dann das Schaf, dann verletze ich das hier, aber es gibt mir keine Wolle mehr, ja. Dafür brauche ich jetzt diese Zangen. Ich finde das ehrlich gesagt wirklich schlecht, dass die wirklich, vielleicht hat es ja noch einen Grund, den ich jetzt noch nicht erkenne. Also, dass die wirklich aus Silber hergestellt werden, die Zangen. Also, was machen denn jetzt, ganz neue Spiele, aber ich meine, Wolle brauchen wir doch. Irgendwie sollte man doch frühzeitig auch anfangen zu sammeln. Es ist für mich jetzt so ein bisschen entgegen der Logik des Spiels, weil es irgendwie mit den anderen Werkzeugen überhaupt nicht harmoniert. Vom Herstellungsprozess. Na? Na gut, aber vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht tut sich da jetzt noch irgendwas. Irgendwas habe ich jetzt nicht. Ist eine Erstbespielung, Leute. Ne? Es schimpfen vielleicht schon wieder welche. Der hat keine Ahnung. Erzählt ihr da für eine Sicke, ne? Es ist eine Erstbespielung. Das heißt, ich habe hier wirklich nur mal eben meine Bad Schönfelser Welt auf meinen lokalen Server gepackt, um mir mal schnell vor allem dieses Teil hier, da kommen wir gleich noch zu, mal herzustellen. Mach jetzt das erste Mal an. Hab mich kurz informiert, wie man die Dinger herstellt. Und ich hau jetzt hier mal in den... Ach, tatsächlich. Ich hau jetzt in das Laub. Das ist ja super. Ach, das ist ja super. Ah, da bin ich ja völlig von begeistert. Ihr merkt das schon, ich kann da gar nicht mehr... Ach, ich hab jetzt also... Irgendwie scheine ich doch irgendwie so ein Naturfetischist zu sein. Beim letzten Update hier vor beim 1.6.2098 habe ich mich ja hier so ergötzt an diesem langen Gras. Das habe ich jetzt meinem neuen Hobby erklärt, überall Gras wachsen zu lassen. Aber das ist ja hier fast noch besser. Wenn da nicht immer so viel Silber bei drauf ginge. Offenbar halten die aber wenigstens etwas länger, die Zangen. Und... Ihr seht das, ich habe sogar hier verschiedenes Laub. Ich kann auch, das ist ja super, ich kann auch die verschiedenen Laubsorten einsammeln. Und, das ist der Clou, wieder hinstellen. Und das ist als Deko, ach, das verschwindet nur leider immer noch so doof. Das ist völlig unnötig, dass das verschwindet, meiner Meinung nach. Ist auch wieder irgendwas, was niemand braucht. Was soll das? Ja, da muss hier so ein Block dran, klar, ne? Aber was soll das, ne? Also warum kann man das nicht so machen, jetzt einfach, guck mal, verschwindet alles wieder. Toll, ne? Also ich bin davon jetzt nicht so überzeugt, weil das so Spielelemente sind, ich meine, die kein Mensch braucht. Ja, warum lässt man nicht jetzt einem die Möglichkeit, so Hecken zu bauen, überall hin, an eine Wand zu klatschen, damit alles zu verzieren... also immer so eine komischen Sachen noch da drin, so, naja, gut, ich will mich jetzt daran nicht so aufziehen, also irgendwie wird man dann einen Weg finden, dass das doch, ich guck jetzt nochmal, wo habe ich es denn hingebaut, ist das jetzt weg oder wie, ach, hier hinten, ja, also da muss man jetzt mal einen Weg finden, noch irgendwie da, das ist irgendwie jetzt nicht so
So dolle. Ich denke mal, ja, da wird man dann wieder mit einem Mod nachhelfen müssen oder keine Ahnung. Das ist für mich nicht so erfreulich. Auf das habe ich mich nämlich unwahrscheinlich gefreut. Weil es doch wirklich, ne, echt total schön ist, so Häuser und sowas einfach mal so ein bisschen mit noch ein bisschen Laub zu verzieren, wie so Efeu. Aber ihr seht schon, das, was ich mir so vorgestellt habe, das ist wahrscheinlich unrealistisch. Die verhalten sich immer noch irgendwie, ja, wahrscheinlich natürlich, aber irgendwie, ja, nicht so richtig toll. Also ich finde es jetzt auch wieder keine wirkliche Bereicherung dann, wenn das so funktioniert. Ja, dann wird man die Scheren einfach nur für etwas benutzen können, was vorher auch prima geklappt hat. Ja. Wie gesagt, die werden nur aus Silber hergestellt. Bevor ich mich jetzt hier weiter so ein bisschen frustriere, renne ich mal oben hin. Da habe ich noch mal was vorbereitet. Und zwar habt ihr natürlich alle, wie auch ich auch, endlich mal, also seit langem auf die Pistons, also diese Kolbenpumpendinger, wie ich sie immer nenne, gewartet. Und die gucke ich mir jetzt auch mal an. Mal gucken, ob ich es zusammenbekomme. Und zwar brauchen wir oben die Schiebeplatte, besteht aus drei Holz. Dann ist ringsherum ist der Korpus so aus Stein gebaut wie Öfen. Dann brauchen wir aber diese Achse, diese Pumpe da in der Mitte, die ist aus Metall. Und damit das alles auch noch Motor bekommt und Antrieb, müssen wir noch ein bisschen Redstone unten einfügen, so. Und dann habe ich hier so einen Pisten gebaut, den stelle ich hier mal hin. Ah ja, okay. Ich zerhacke ihn auch direkt mal wieder, sammle ihn auf, wenigstens das geht. Hätte ja sein können, dass sie sich da so was ausdenken. So, immer da, wo man gerade wohl offenbar steht. Jetzt versuche ich dir mal, dass der Kolben nach oben zeigt. Ja, so, immer da, wo man so gerade hinguckt. So wird das postiert. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ich baue mal hier einfach ganz plump so eine Fußplatte daneben. Ui. Schwupp. Ist auch ein cooles Geräusch, finde ich. Es hat so ein bisschen so ein hydraulisches Geräusch, ist das. Wahnsinn. Finde ich toll, ja. Ich baue noch einen, weil es macht mir so viel Spaß gerade. Solche Dinger, das wisst ihr natürlich wahrscheinlich, wenn ihr öfters mal auf minenarbeit.de so schaut und euch dafür interessiert. Ich stehe ja so auf Mechanik, ich möchte sowas lieber haben als Babytierchen und so ein Quatsch. Ja, und deswegen baue ich jetzt, finde ich das toll, wenn hier auch mal solche Elemente hier eingebaut werden ins Spiel, obwohl ich jetzt im Moment noch gar nicht so einen Plan habe, was ich damit eigentlich so baue. Man kann da jetzt natürlich auch noch eine Redstone-Leitung dran machen. Das ist natürlich genauso. Ja, ich habe übrigens, wie ihr seht, mein Texture-Pack von minenarbeit.de, das ist schon aktualisiert. Ich bitte euch auch, dieses Texture-Pack dann möglichst schnell herunterzuladen in der neuen Version 1.1, die dann nämlich kompatibel ist mit Beta 1.7. Und vor allem, wundert euch halt nicht, wenn ihr diese Pistons baut und ihr seht da nur so pinke Blöcke. Das ist ganz klar, dann habt ihr offenbar noch euer Schwupp. Cool. Machen wir so einen komischen Grasblock davor. Ja, ist klar, dass der jetzt sofort. Ah ne, warte mal, den habe ich zerhackt oder was? Den zerhacke ich jetzt hier einfach mal. Ja, okay. Wolle davor. Also aktualisiert auch euer Texture Pack, ob ihr nun meins benutzt oder von irgendwem anders. Ah ja. Das muss immer aktualisiert werden, sonst sind da die Texturen für die Pistons nicht drin und dann seht ihr nur lila Stellen. Wie gesagt, minenarbeit.de/tp, da findet ihr das Texture Pack, das inzwischen ja auch sehr beliebt ist. Da freue ich mich total drüber. Jetzt baue ich aber ein Sticky Pixen. Pisten. Sticky Pisten. Ja. Ein Sticky Pisten ist ein klebender Pumpenkolbenkumpel. Und deswegen, da brauchen wir dann ein Slimeball, also ein Schleimball für. Also jetzt nicht das, was ihr so bekommt, wenn ihr die Nase kräftig hochzieht, sondern das, was ihr bekommt, wenn ihr ganz tief in den Keller geht und da unten mal so richtig Raum schafft. Also so richtig, so große Hallen baut und zwar in Bedrock-Höhe. Ne? Und dort findet ihr dann, also dann können dort die Slimes spawnen. Das sind so schleimige Quadratwürfel. Und jetzt mache ich das mal so.
baue den genauso wieder an, wie er vorher war. Und er hat die Wolle ja weggeschoben. Und wenn ihr die Slimes ein bisschen sanft umbringt, also nicht gleich mit dem Diamantschwert reinhacken, dann wirft er nämlich auch Slime Balls ab. Und die könnt ihr gebrauchen als Klebstoff. Jetzt sieht ihr, da seht ihr auch, das ist hier so grün geworden. Da ist jetzt der Schleimball klebend drauf. Das soll auch, das bleibt dann auch so. Und meinen Berechnungen zufolge, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, was ich in den letzten Wochen so gelesen habe, dann müsste ich jetzt diese Pumpe ausfahren. Die greift sich dann, die klebt gegen den Block, ja, und zieht den wieder zurück. Achtung, ich probiere das und wieder zurück. Oh, cool. Ja, also das ist natürlich teuer. Das ist natürlich teuer, weil ich schätze mal, solche Schleimball-Pistons, die brauchen wir nun wirklich ganz, ganz häufig, weil nur damit es wirklich mal so richtig cool ist, so hin und her. Also ich weiß nicht, es gibt da ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, mit diesen Pistons zu arbeiten. Ich will das jetzt auch gar nicht ausführen hier so, weil das ist ja kein Tutorial dafür. Ich will ja nur mal die Erstbespielung machen. Mir fällt auch gerade was total Wichtiges ein. Also wirklich, das wäre jetzt auch mal wirklich ein Schritt. Bin mal gespannt, ob das klappt. Ja, aber es ist total teuer, ne? Also Slime, hackt euch erstmal. Es ist ein teures Update. Boah, echt. Nur Silber für lächerlichen Zangen, die nicht so wirklich sinnvoll erscheinen. Jetzt zum Beispiel in der Erstbespielung jedenfalls. Dann die Pistons mit den teuren Schleimbällen da dran, die echt Anfänger überhaupt keine Chance hat, jemals zu bekommen. Ich habe Monate gespielt, bevor ich meinen ersten Slime gesehen habe. Die sind ja inzwischen spawnen die wohl häufiger und auf Multiplayer, da hätte ich jetzt mal Seifenblase fragen können. Die hat ja praktisch so eine Zucht von den Dingern. Da hätte mir bestimmt etwas Klebstoff abgegeben. Und ja, jetzt pass mir auf, das ist das auch wieder etwas, worauf ich mich jetzt völlig freue. Ja. Ach nee, was ist das schön. Das sind so Momente, da sage ich dann ja. Ne, warum nicht immer so, warum immer sonst alles immer erstmal halbherzig und irgendwie quer und ja, verquer irgendwie so gedacht. Ne, warum nicht gleich so einfach? Man kann jetzt Zäune ganz ohne weiteres stapeln. Keine Tricks mehr, keine Tricks mehr. Ne, mit Erde und sonst was und Rumkletterei, völlig ätzend. Ja, jetzt lassen sich endlich Zäune stapeln. So, und das sind eigentlich auch schon die wesentlichen Neuerungen von Beta 1.7. Ja, gerade wollte ich das Video schon beenden, da fiel mir noch siedend heiß ein, dass ich doch ausprobieren wollte, einen Pfosten zu nehmen, da eine Fackel draufzustellen, was ich jetzt überhaupt nicht glaube, dass das funktioniert. Oh! Ja, das ist immer eine angenehme Überraschung, das sieht jetzt auch mal wieder meine Bewertung für das Update ein bisschen nach oben. Klappt es denn jetzt auch mit anderen Gegenständen? Ja. Und zwar ohne Tricks und ohne Fummelei und alles wunderbar. Das finde ich klasse. Ja, also das ist gut. Das ist ein guter Punkt. Das verdient eine 1. So, wenn alles mal so wäre, ne? Pistons sicher auch. Schöne Sachen. Bisschen zu teuer. Kriegen eine 2. Ich sag mal, die Scheren, da weiß ich überhaupt nicht jetzt. Finde ich verpeilt, das ganze Ding. Ich bin mal gutmütig und weiß ja auch nicht, was da noch kommt. Ich gebe den Scheren mal eine 4. Mir persönlich gebe ich selbstverständlich keine Note, da ich hoffe, ihr gebt mir eine 1, wie immer. Und wir sehen uns bald in meinen Let's Plays wieder und Let's Show, der Fluch des Morkan und vielleicht sogar auf unserem Server, wer weiß. Also bis dann, macht's erstmal gut. Das geht alles immer wieder weg. Ich kann keine Hecke bauen. Kein Efeu.